Unser heutiges Thema, selbst für mich als Popologe eine harte Nuss. Leider mussten wir deshalb Stefan Weber zu uns ins Studio bitten. Er soll uns helfen, die zentrale Frage unserer heutigen Reportage aus dem Wiener Underground zu klären. Guten Morgen, Zuseher! Wie konnte es dazu kommen, dass so eine Band entstehen konnte? 15 Jahre sind genug. Ja oder nein? Soll ich gleich singen? Nein. Das war immer mein Ziel und das war unter der Prämisse, bin ich überhaupt nur auf die Bühne gegangen, dass da die war wohl die wildeste, exzessivste Band von Österreich wären. Und das haben wir geschafft, glaube ich. Ja, es ist so, dass ich natürlich ein Punk war, nicht äußerlich, weil dazu hat die Frisur nicht gepasst, aber im Herzen. Die waren politisch, haben politische Texte gehabt, ich brauche nicht lange darauf eingehen, Anarchie und so weiter, die Sex Pistols, die Clash, und das hat mich natürlich erfreut. Ich bin als 12-, 13-, 14-jähriger Schüler auf Tradiwabbel-Konzerte gegangen, auch weil der Stefan Weber nicht nur ein Ehrenprofessor war, sondern auch tatsächlich mein Zeichenprofessor und mich quasi da eingeladen hat und offensichtlich als interessierten und begabten Jüngling da gesehen hat. Aber mit der halben Klasse ist man halt mit offenem Mund in Tradiwabbel-Konzerten gesessen. Wahnsinn, also da auf der Bühne, da haben sie ausgezogen, da haben sie mit irgendwelchen ekligen Zeug von oben bis unten belehrt. Da ging es drunter und drüber in einer Weise, die sicher nicht jugendfrei war. Ich habe ja anonym ein Leben und Liebeslied geschrieben. Ihr kennt es gar nicht, weil das endet immer in einem blutigen Massaker. Wenn du für Kusch und Ordnung bist, dann komm und werde Polizist! Also Tradiwabbel war immer eine Gegenbewegung gegen den Austropop. Weil mit Pop haben wir absolut nichts am Hut gehabt. Obwohl ich gestehen muss, wir haben ein paar Ausrutscher auch gehabt. Wir hatten ja leider einmal Nummer 1 Hit mit dem Lukas Resetaritz, das Lonely. And why can't I? One of my own, I'm so lonely, so lonely, so lonely. Ich würde eine Rede lange singen, ich muss den Armin zeigen, so wie es geht. Nein, dass ich mich, es ist mir wichtig, es ist ja doch das Geburtsland des Rock'n'Roll. Und die Amerikaner glauben, sie wissen, was Rock'n'Roll ist. Nein, die sind irrsinnig koscher. Und es erstaunt mir ehrlich gesagt heute noch im Rückblick, dass der Stefan Weber nicht als Lehrer relegiert wurde und aus der Schule geschmissen wurde, sondern heute sogar goldene Ehrenzeichen oder silberne Ehrenzeichen der Stadt Wien empfängt. Ich habe das bekommen, nicht weil ich mich wohl und brav aufgeführt habe, sondern durchaus als kritischer Künstler. Wie erreichen Sie das? Tradiwabbel ist der Stefan und ohne Stefan gibt es auch kein Tradiwabbel. Bei Mick Jagger, den haben sie auch schon gefragt, ob er mit 70 noch auf der Bühne rufen wird, hat er gesagt, naja, wenn es ihm Spaß macht, sicher, man muss nur durchhalten können. Und ich muss jetzt durchhalten. Und ihr seid eine der Sendungen, die mir helfen dabei, denn dadurch wäre ich berühmt. Weltberühmt. 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 In Österreich.